Zwischen 2015 und 2018 nahm ich fast jeden Monat MDMA, Ecstasy, so Pillen oder auch Kristalle. Warum habe ich das gemacht? Wie viele Gehirnzellen habe ich jetzt eigentlich noch? Wie viele sind abgebrannt? War ich damals süchtig? Hatte ich davon irgendwelche negativen Auswirkungen oder gar positive Auswirkungen? War das eigentlich vernünftig, was ich da gemacht habe? Oder eher Missbrauch? Das erzählt ihr jetzt in diesem Video. Also erstmal jeder, der eine illegale, wieso mache ich eigentlich Anführungszeichen, die ist wirklich illegal, Substanz konsumiert, der ist ja irgendwie neugierig. Da übersteigt die Neugier dieses Regelkonformitätsverhalten, das wir Deutschen ja vor allem haben. Und so war es bei mir damals auch. Ich habe einfach gemerkt, ich will das jetzt mal wissen, wie das ist. Ich kannte Leute, die haben das auch gemacht, Freunde, Umfeld, und denen geht es ja irgendwie noch gut scheinbar. Die sind eigentlich glücklich. Ich will das jetzt auch mal wissen. Und dann angenähert langsam an die Substanz und auch viel informiert natürlich. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir genau wissen, was ist das? Was sind die Vorteile? Was sind die Risiken? Wie kann ich die Risiken minimieren? Zum Beispiel, dass ich, wenn ich MDMA konsumiere, dass ich ganz viel trinke. Und auch, dass ich das nicht so oft mache. Also ich glaube, MDMA jede Woche zu nehmen oder mehrmals pro Woche, das ist schon richtig gefährlich. Das habe ich dann auch überhaupt nicht gemacht. Aber naja, das erste Mal habe ich das dann gemacht. Das war auf der Nature One, das ist so ein Festival. Das erste Mal eingenommen und dann die Wirkung ist gekommen. Ich dachte so, boah, ich habe so viel Energie plötzlich. So viel Gefühl auch fürs Leben. Wie als ob ich so lange Jahre im Winterschlaf war. So mich irgendwie so eingekuschelt habe, aber eher auf so eine negative Weise mich so ein bisschen zurückgezogen habe. Und auf einmal ist alles rausgebrochen. Boah! Ich konnte stundenlang tanzen, habe mit allen Leuten geredet. Es war wirklich, so kannte ich mich gar nicht. Fast schon so, als ob es ich nicht bin. Aber die Frage ist, wer bin ich mehr? Vielleicht war ich ja davor nicht die Person, die ich bin. Was oft bei MDMA ja auch gesagt wird, ist, dass die Substanz, die Erfahrung so eine gewisse Magie hat. Und das habe ich auch ganz stark gespürt. Also wenn dein Gehirn sich mit Serotonin so komplett voll rauschen lässt, dann schwebst du förmlich auf Wolke 7 und es fühlt sich an wie ein magischer Moment. Vor allem dann, wenn man auf einer Party ist und die Musik ganz laut ist, der Bass wummert und es sind ganz viele coole Leute, also man denkt zumindest, die sind cool, um sich herum und man ist mit Liebe mit allen so vereint und geil. Das sind schon richtig magische Momente. Das habe ich auch sehr, sehr gut in Erinnerung. Und ich habe das dann nach der ersten Erfahrung, dachte ich so, das ist ja interessant. Das fühlt sich ja gut an. Und wenn ich mich dann da an die Sicherheitsvorkehrungen hier halte, also wenn ich das nur alle 4 bis 6 Wochen irgendwie mache, wenn ich immer genug trinke und wenn ich jetzt sonst einfach nicht viele Drogen konsumiere, also wenn ich wirklich sage, ich mache das jetzt halt einfach alle 6 Wochen, so. Aber sonst mache ich jetzt nichts, dann kann ich das doch machen. Und dann habe ich das auch wirklich gemacht. Und dann haben wir auch immer wieder gesagt, oh, jetzt sind wieder 6 Wochen vorbei, jetzt dürfen wir wieder. Es ist dann auch echt cool, wenn man sich so eine Regel setzt, ja, du darfst nur alle 6 Wochen und dann machst du es halt auch nur alle 6 Wochen und dann ist es auch vollkommen okay. Also aus meiner Sicht, also die Frage ist jetzt, ist es vernünftig, alle 6 Wochen MDMA zu konsumieren? Und ich frage mich so, naja, warum nicht, wenn es dir nicht schadet? Ich glaube, für viele ist dann oft schwierig, wenn sie in so ein gewisses Umfeld reinkommen, wirklich bei diesen 6 Wochen auch zu bleiben, das wirklich alle 6 Wochen nur zu machen. Manche sagen ja, man soll sogar nur alle 3 Monate machen. Aber das kommt dann immer aufs persönliche Umfeld an, weil mein Umfeld damals war auch sehr vernünftig. Ich würde sagen, wir waren sehr vernünftige Drogenkonsumenten. Wir haben gelesen, ah ja, das sind die Sicherheitsvorkehrungen, so werden wir es jetzt auch machen und wir werden keine Ausnahmen machen. Und ich muss auch wirklich sagen, in diesen 3 Jahren, in denen ich dann relativ viel MDMA konsumiert habe, hatte ich nie negative, mittelfristig, langfristige Auswirkungen von MDMA. Das hatte ich einfach nicht. Aber ich habe mich immer genau an die Regeln gehalten und ich hatte auch so, ich sag mal, ein sehr gesundes Leben, einen sehr gesunden Lebensstil. Aber es gab trotzdem negative Auswirkungen und die möchte ich dir natürlich jetzt nicht verschweigen. Also, ich fand es schon immer bemerkenswert, wie die Tage, nachdem man MDMA konsumiert hat, so ein bisschen so zu einer gewissen Katerwirkung geführt haben. Also, dass ich mich dann ein bisschen müder gefühlt habe. Eigentlich so wie ein Alkoholkater vielleicht auch, so ähnlich, vielleicht nicht ganz so stark und so ein bisschen länger gezogen. Das hat mich schon so ein bisschen genervt und ich hatte auch das Gefühl, umso öfter ich das gemacht habe, also mit der Zeit, ist es irgendwie mehr geworden. Was mich auch sehr gestört hat bei MDMA, ist, dass ich, also nicht an der Substanz MDMA, sondern eigentlich an mir, dass ich nicht wollte, dass es aufhört.
gerade am Anfang war das so. Und bei dem ersten Mal dachte ich so, oh nein, jetzt hört es auf. Dann legt man ja nochmal was nach, dass es noch da bleibt. Und dann legt man vielleicht nochmal was nach und irgendwann wird es richtig eklig. Und dann willst, also das ist wirklich, irgendwann willst du gar nicht mehr, dass es aufhört, aber das hört dann auf und das, du wirst schon voll abgestumpft. Also da muss ich sagen, das ist so Verhalten, wenn ich da jetzt zurückschaue auf mein damaliges Selbst vor 6, 7 Jahren. Also, oh, das würde ich heute auf keinen Fall mehr machen. Aber ja, das ist eine negative Wirkung von MDMA, dass man sich da so ganz sehr daran klammert. Eine andere negative Sache, würde ich sagen, ist, dass es einfach, ja, wer mit MDMA hantiert, hantiert ja mit was Verbotenem und das bringt einen auch, kann er natürlich in so ein Milieu irgendwie reinbringen, aber auch einfach macht es ein komisches Gefühl, vor allem wenn man eine Substanz einnimmt, die einen komplett überflutet mit Liebe und dann denkt man so, was, das ist verboten, dass ich das jetzt mache. So. Also das kann auch negative Auswirkungen haben, sage ich jetzt mal. Positive Auswirkungen hat es aber auch auf mein Leben gehabt. Zum einen habe ich fühlen können. Ich muss sagen, ich war immer ein sehr verschlossener Mensch und da habe ich das erste Mal gelernt, was heißt Liebe, was heißt Fühlen, was heißt Verbindung zu anderen Menschen, was heißt Selbstlosigkeit. Also wirklich einfach was Gutes für andere Menschen zu machen, ohne sein Ego da irgendwie mit reinzubringen. Diese Verbindung zu anderen Menschen zu spüren und diese Einheit mit sich selbst und mit anderen. Und das sind wirklich magische Momente, die MDMA mir da gebracht hat. Also anders kann ich das nicht ausdrücken. Es war wirklich wunderschön, ich will es nicht missen. Aber heute sehe ich das alles ganz anders. Also ich sehe nicht die Vergangenheit anders, sondern ich sehe MDMA etwas anders. Ich glaube, MDMA kann da auch sehr gefährlich werden, wenn man sich da immer wieder reinflüchtet. Ich würde sagen, bei mir damals ging es vielleicht leicht in diese Richtung, aber ich habe immer gemerkt, wie es langsam abbaut. Also langsam hat mein Interesse für MDMA nachgelassen, weil ich diese MDMA-Wirkung mitgenommen habe und daraus gelernt habe und versucht habe, das, was ich da wahrnehme, was ich bin, was ich fühle, mitzunehmen in meinen Alltag und ebenfalls, ich sag mal, Routinen oder Lebensumstände in mein Leben gebracht, die das fördern, die Liebe, Zuneigung, Vertrauen gegenüber mir selbst und anderen Menschen fördern. Ich glaube, wenn man das nicht macht und dann vielleicht sogar jedes Wochenende MDMA nimmt, das kann wirklich gefährlich werden. Vor allem, also ich glaube, MDMA kann schon sehr gefährlich werden. Deswegen, das soll ja auch gar kein Anreiz für irgendjemand sein. Ich möchte damit nur meine Erfahrung teilen und die ist, meine Erfahrung, wenn man sich wirklich viel darüber informiert und es mit ganz viel Vernunft und Verstand macht, dann kann es durchaus positive Auswirkungen haben. So, das ist meine Meinung dazu. Und heute verwende ich es auch hauptsächlich zum Beispiel für Partnerschaft. Also, wenn du in einer romantischen Liebesbeziehung bist, dann kann das durchaus hilfreich sein, das einmal im Jahr zu machen. Aber wirklich, also ich habe es letzte Mal MDMA vor circa einem Jahr gemacht. Also ich mache es wirklich kaum noch. Ich finde, MDMA hat auch inzwischen für mich diese Magie insofern verloren, dass mein normales Leben ist einfach schon relativ, inzwischen so relativ nice, das sage ich jetzt mal. Und wenn ich dann MDMA nehme, dann denke ich mir auch manchmal so, ja, das ist jetzt gar nicht, ja, das ist jetzt schon so ein bisschen mehr, noch irgendwie so mehr von irgendwas, aber es ist jetzt nicht unbedingt wert, dann auch einen Kater zu haben und es fühlt sich auch manchmal ein bisschen unnatürlich an. MDMA ist ja schon eine synthetische Sache und ich finde, manchmal merke ich das auch so ein bisschen, dass diese Wirkung anders als mit Psychedelika ein bisschen unnatürlich ist, ohne das jetzt irgendwie stark negativ zu assoziieren, aber deswegen, meine Beziehung zu MDMA hat sich insofern so verschlechtert ein bisschen, auch wenn ich die Erfahrung damals nicht missen will. Heute finde ich einfach normale klassische Psychedelika viel interessanter, viel echter, viel direkter, viel ehrlicher und viel authentischer. Deswegen behandeln wir hier bei Set und Setting natürlich vor allem diese Substanzen, aber MDMA darf nicht vergessen werden. Da möchten wir hier in Zukunft auch noch einiges machen. Und wenn du dich für Psychedelika interessierst, also neben MDMA auch noch, dann check auf jeden Fall dieses Video zu Psychedelika ab. Das haben wir demnächst veröffentlicht. Das wird dir jetzt richtig noch gefallen. Oder wenn du unseren neuesten Podcast hören willst zu den Themen MDMA und Psychedelika, dann klick hier drauf zum nächsten Video. Ich hoffe, das Video hat dir was gebracht. Irgendwie konntest du was aus meiner Geschichte mitnehmen zu MDMA. Und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und tschüss.